Nach 2 Siegen in Folge und einem schrittweise erkennbaren Aufwärtstrend will der FK Austria Wien auch am Samstag bei Sturm neuerlich anschreiben. Zwar trennen die beiden Teams zurzeit ganze 10 Zähler, im direkten Duell ging es aber zuletzt stets knapp zur Sache. Eigentlich sehr positive Erwartungen. Denke, wenn wir anschließen können unsere Leistung in Gröding in der zweiten Halbzeit, dann haben wir sehr gute Chancen, dass wir aus Graz was mitnehmen. Wir dürfen uns von der Situation, die dort herrscht, einfach nicht beeinflussen lassen. Wir müssen auftreten, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren. Wenn wir die bringen, dann können wir Sturm Probleme bereiten. Und das ist unser Hauptfokus, auf dem wir uns konzentrieren wollen. Ja, natürlich wird das kein leichtes Spiel. Man darf sich nicht von der momentanen Situation von Sturm Graz ablenken lassen. Die haben gezeigt, dass Sturm Graz gegen uns immer sehr, sehr gut spielt. Auf das haben wir eingestellt. Und natürlich fahren wir dorthin, um 3 Punkte zu machen, das ist ganz klar, aber es wird nicht so leicht. Absolut, keine Frage. Ich glaube, das hat man schon ganz deutlich in Gröding gesehen, speziell, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, speziell, wenn wir das zweite Tor geschossen haben. Es war dann einfach auch die Befreiung in dem Spiel. Da geht dann vieles leichter, obwohl das Spiel nicht mehr so lang gegangen ist dann. Ja, und wir wollen da, wie gesagt, weiter fortsetzen. Jedes Spiel ist eine neue Herausforderung für uns, die wir uns stellen müssen. Und jedes Spiel hat aber ein bisschen eine andere Geschichte und von daher wird es wieder, es beginnt bei Null, wird harte Arbeit auf uns warten, aber für das, auf das sind wir eingestellt und das wollen wir auch. Und wir wollen, wie gesagt, unseren Erfolgslauf fortsetzen. Ja, also die letzten Spiele sind wir defensiv sehr, sehr kompakt gestanden und da will ich es nicht nur die Defensive hervorheben, sondern die ganze Mannschaft, die gut gegen den Ball arbeitet, ich glaube, das ist das Wichtigste und da hat es die Defensive und auch ich dann leichter. Und ja, wir müssen einfach wieder so auftreten wie die letzten Spiele und wichtig ist, dass hinten die Null steht und vorne werden wir schon reinmachen. Man merkt einfach, ja, dass viele Sachen dann einfach viel eher gelingen mit dem Selbstvertrauen, mit den Erfolgserlebnissen. Ja, es geht vieles, man denkt vielleicht nicht mehr so viel nach wie vorher, warum es nicht so gelaufen ist und so weiter. Und von daher war ich wieder sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen unter der Woche und die wollen wir am Samstag dann wieder bestätigen. Während der Woche aufzeigen konnte auch Alexander Grünwald. Er kehrte nach dem dritten Kreuzbandriss seiner Karriere ins Mannschaftstraining zurück. Ja, ich habe eigentlich die letzten Wochen schon alles mitgemacht, bis eben auf Zweikämpfe und ja, habe letzte Woche mit den leichten Zweikämpfen begonnen. Es hat alles super geklappt und ja, habe gegen Ende der Woche dann vom Dr. Kmen die Freigabe bekommen, dass das Knie von seiner Seite eben sehr gut ausschaut. Und ich habe ein gutes Gefühl gehabt und ja, dann haben wir zusammen entschieden, dass ich dann nächste Woche oder wie gesagt, halt die Woche ins Training eingestiegen bin. Trainingswoche ist für dich auch in Ordnung verlaufen? Warst du immer schmerzfrei bei den Trainings? Ja, nein, das Knie fühlt sich schon sehr gut an. Natürlich fehlen noch vielleicht 2-3%, die jetzt dann in den nächsten kommenden Wochen kommen werden. Da mache ich mir aber keinen Druck. Jeder, der selber verletzt war, weiß, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass da wieder alles, die Koordination und das mit dem Ball von heute auf morgen wieder alles passt. Und ja, bin aber voller Tatendrang und will natürlich so früh möglich wieder in meine Bestform kommen. Man hat in so einer Verletzungspause auch Zeit, an anderen Bereichen zu arbeiten. Hast du das Gefühl, dass du vielleicht irgendwo stärker auch geworden bist, vielleicht im körperlichen Bereich? Ja, natürlich kann man eben auf die Kleinigkeiten, wo man vielleicht Schwächen hat, die kann man ausmerzen. Auf das habe ich sicher Wert gelegt. Dann habe ich auch noch meine Ernährung umgestellt. Und ja, habe 3 Kilo abgenommen. Und ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die was man vielleicht, wenn man jetzt im normalen Spielbetrieb teilnimmt, nicht machen kann. Und ja, das habe ich mir vorgenommen zu machen, das habe ich umgesetzt. Und ja, jetzt heißt es wieder am Platz zu stehen und in Form zu kommen. Und natürlich aber ist das sicher der schönere Teil.